Sie sind freigesprochen und doch noch immer in ihrem Gefängnis. Knapp 90 Belugas und über 10 Orcas eingepfercht auf engstem Raum. Viele der empfindlichen Tiere sollen hier bereits seit letztem Sommer gefangen sein. Die Wale waren unter dem Deckmantel der Wissenschaft gefangen und in diese Bucht bei Nachotka, südlich der russischen Hafenstadt Wladiwostok, gebracht worden, um sie später an Delfinarien in China zu verkaufen. Die zahlen für einen Orca 6 bis 7 Millionen Euro. Tierschützer hatten vor Monaten Bilder von dem Walgefängnis veröffentlicht und sie bekamen prominente Unterstützung von Pamela Anderson und Leonardo DiCaprio. Der Schauspieler twitterte: "Bitte unterschreibt diese Petition und erhebt mit mir die Stimme gegen die unmenschliche Gefangenschaft von Orcas und Belugas in Russland." Mit Erfolg. Knapp 1 Million Unterschriften sorgten dafür, dass Russlands Präsident Putin seinen Umweltminister mit dem Fall betraute. Die Wale müssen freigelassen werden. Wir versuchen, das so vorsichtig wie möglich zu tun, damit keines der Tiere umkommt. Das ist sehr wichtig. Wie das geschehen soll, ist unklar. Aber die Zeit drängt. Ein Orca und 3 Belugas sind laut Greenpeace bereits gestorben.